Die Friedrichstraße wird grüner. Januar 2012, die Dussmann-Gruppe eröffnet ihren vertikalen Garten. Rund 300 Gäste genießen einen Hauch vom Urwald mitten in der Großstadt. Mehr als 6500 tropische Pflanzen blühen und ranken auf einer Wand von 270 Quadratmetern. Einfach wunderschön. Das ist Kunst, das ist ein Stück Natur, das ist Wasser, das ist ein Geräusch, das ist Musik. Ich finde es grandios. Ich finde es eine geniale Synthese von Natur und Kultur und an diesem Ort wirklich ganz großartig gelungen. Ich fühle mich ganz wohl. Es ist eine ungeheure Ruhe, die davon ausgeht, so eine meditative Stimmung. Hinter dem grünen Wunderwerk steckt der Botaniker Patrick Blanc. Der 58-jährige Franzose ist durch seine Pflanzenwände bekannt geworden. Tokio, Hongkong, Beirut, San Francisco. Heute ist der Gartenkünstler weltweit begehrt. Er arbeitet mit berühmten Designern und Architekten wie Jean Nouvel und Herzogin de Meuron. Inspiriert hat Patrick Blanc der Regenwald. À 19 ans, quand j'étais en deuxième année à l'université, j'ai eu l'opportunité d'aller pour faire un premier voyage donc en Malaisie, en Thaïlande, dans les forêts tropicales, où là, au départ, c'était pour trouver les cryptocorines dans les ruisseaux, mais en même temps, j'ai été complètement subjugué, émerveillé par toutes ces plantes qui poussaient sur les troncs d'arbres, qui poussaient sur les rochers, sur les falaises. Drei Monate arbeiteten Berliner Gärtner die Pläne von Patrick Blanc aus. Sie brachten über 150 Pflanzenarten auf einer Stahlkonstruktion mit zwei Fließlagen an. Die Gewächse brauchen keine Erde, nur Licht und Wasser. Im Dussmann-Haus konzipierte Patrick Blanc den größten indoor-vertikalen Garten der Welt. Dazu gehört ein spezielles Wasserbecken. J'ai reconstitué là une chose que j'ai réalisée pour l'instant que chez moi dans le monde, c'est-à-dire ce circuit fermé avec un aquarium avec les poissons à la base donc et les plantes qui se nourrissent donc des excès d'azote produits par les poissons. Catherine von Fürstenberg-Dussmann hatte die Idee zum vertikalen Garten. Im Mai 2011 traf sie Patrick Blanc in Paris. Da entstand ihre innige Freundschaft. Nous avons dîné avec ensemble et j'ai vu votre cheveux grün et j'ai dit c'est comme Sunset Boulevard. C'est bon, c'est magnifique. Er war so wie ein Magnet und so voll Innovationen und Ideen. Und ich sage, das ist so ein Mensch, wie ich möchte, dass er irgendwas für meine Firma macht. Patrick Blanc und Catherine von Fürstenberg-Dussmann haben es geschafft. Das botanische Wunderwerk steht und sie sind stolz. Es ist auch für uns, die Firma, ein Zeichen von unserer Nachhaltigkeit. Das ist für uns ein Zeichen nach draußen. Dussmann ist here to stay. Dussmann wächst und gedeiht. Si on veut essayer de protéger un peu ce qu'il reste de fragments de nature dans le monde, c'est très important d'offrir aux gens des images justement de milieux naturels comme ça. Grün und nachhaltig. Die gemeinsame Vision von Catherine von Fürstenberg-Dussmann und Patrick Blanc wird hier für immer bleiben.